Viele Menschen, die sprechen über Seele und meinen dabei die Psyche. Und die Psyche ist eigentlich der menschliche Verstand. Die Psyche ist unser konditioniertes Denken und wir sind so konditioniert auf ein logisches Denken, auf ein Denken in Zusammenhängen, in Abhängigkeiten, dass wir verstehen können und wollen, wie die Dinge funktionieren, wie ich etwas beeinflussen kann, wie ich eine Wirkung erzielen kann, indem ich gewisse Dinge tue, indem ich gewisse Schritte mache, indem ich gewisse Sachen sage und so weiter und so fort. Und das ist für mich unser Human Design. Unser Human Design funktioniert so. Es ist unser logischer, analytischer Verstand und der geht einfach davon aus, dass das, was wir mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen können und was wir mit unserem logischen Verstand an Zusammenhänge erklären können, dass das so ist, dass das das Leben ist und dass wir als Mensch oder als Verstand diejenigen sind, die das Leben ausführen. Und das ist für mich nochmal das Human Design. Und das ist unser menschliches Denken, das ist unsere menschliche Perspektive, die versucht eben zu glauben, dass hier ein Universum ist, das außerhalb von unserer Manifestation besteht. Und das ist auch so, dieses Universum besteht außerhalb von unserer Manifestation, außerhalb von unserem Körper, außerhalb von allem, was wir hier als manifestiert erkennen können. Aber es ist dennoch innerhalb von uns. Und das ist für mich das Divine Design, in dem alles perfekt ist, in dem alles in Ordnung ist, in dem es eben keine Fehler gibt. Fehler gibt es im Menschlichen, in der Bewertung, in der Logik, falsch und richtig. Im Divine Design gibt es nur das Sein. Es ist. Und das ist das, was wir als Mensch oft versuchen mit wertfrei zu bezeichnen. Aber letztendlich ist es ja nicht wertfrei, sondern es ist göttlich. Und für uns Menschen ist auch göttlich eine Wertung. Upsi, jetzt habe ich gesehen, ich habe es vergessen zu teilen. Für uns Menschen ist auch göttlich eine Wertung. Aber was für eine Wertung? Es ist eine Perspektive, divine, göttlich. Und zwar ist es diese höchste Perspektive, die eben unendlich ist, unendlich groß, unendlich weit. So ist es doch nochmal zu teilen in meiner Gruppe. Will nicht? Okay, egal. Unendlich weit. Und unser Human Design, das ist klein, das ist eingeschränkt. Das ist, befolgt Regeln, befolgt Zusammenhänge. All diese Dinge, die wir gelernt haben, sei es aus Büchern, aus Schulen von anderen Menschen oder aus eigenen Rückschlüssen. Es lebt in einer ganz anderen Welt. Unser Mensch, unser Menschelein lebt in einer ganz anderen Welt als eigentlich das, was alles erschöpft, erschafft. Und das ist diese höhere Perspektive, die aber nicht außerhalb von mir ist. Das ist kein Gott außerhalb von mir, sondern das ist eigentlich nur eine andere Ansicht, eine andere Weltsicht, eine göttliche Weltsicht, eine Weltsicht, in der ich der Schöpfer bin. Und es ist eine Weltsicht, wo ich erkenne, dass die Dinge tatsächlich so sind, so werden, sich so zeigen, so materialisiert werden, wie ich sie mir vorstelle.
auch wenn ich eine Vorstellung von jemand anderen übernehme, dann ist es letztendlich trotzdem noch meine Vorstellung. Es ist meine Welt und es bleibt meine Welt. Wenn ich jetzt aber die Perspektive wechsle und dieses Divine Design kennenlerne, das einfach sagt, die Dinge sind gut. Gott erschuf die Welt und es war gut. Die Dinge sind eigentlich gut. Eigentlich ist alles gut. Eigentlich ist alles in bester Ordnung, wenn ich es nicht mit den menschlichen Augen betrachten, beurteilen, analysieren würde, könnte ich einfach sagen, ich gehe davon aus, es ist alles gut. Es ist alles in allerbester Ordnung. Und weil ich dann weiß, dass dann die göttliche Version, die beste und die höchste Version durch mich entsteht und materialisiert wird, die Version eines Menschen, einer Situation, eines Projektes, eines Vorhabens. Es ist eigentlich schon das, was wir meinen mit positiv denken, mit positive Aspekte sehen. Aber es geht eben so weit, dass ich mich damit identifiziere als Schöpfer, als Urheber, als Ursache, als Initiator all dessen, was ich erschaffe durch meine Vorstellungskraft. Und da ist keine Kraft, die dem entgegensteht oder keine Kraft, die das verhindern will oder keine Kraft, die Böses will oder keine Kraft, die leiden will, sondern es ist nur meine menschliche Vorstellungskraft, die eben denkt, da muss doch Leid sein. Es war doch schon so viel Leid. Es ist Generation über Generation ist Leid geschehen. Es geschehen Angriffe von außen, von höher stehenden Mächten, von Politikern, von Älteren, von was weiß ich nicht was, von dieser Vorstellung. Aber wenn ich all das einfach nur als energetische Zusammenhänge sehe, dann erkenne ich, dass da eigentlich nichts wäre. Und das ist auch das, was Dr. Joe Dispenza den Menschen zeigen will, sie erfahren machen will, wenn er sie in die Meditation leitet, wo dann nichts und niemand und keine Zeit und kein Ort ist. Aber letztendlich ist da nur deine Wahrnehmung, es ist da deine Vorstellung, in die er dich führt, wo du erkennst, ich habe eine Möglichkeit, mir vorzustellen, dass hier nichts ist. Die Meditation ist einfach eine Reise in deine innere Vorstellungskraft. Und das ist alles, was du hast. Und wenn du jetzt in deiner inneren Vorstellungskraft bist und du sagst, da ist nichts, da ist Leere, da ist gar nichts, genauso kannst du dir eben vorstellen, dass du jetzt in das göttliche Reich der Liebe und der Perfektion gegangen bist. Und da ist nichts an Böses, da ist nichts an dem, was jemals war, da ist nichts Materielles, da ist nichts Manifestiertes, da ist nichts Materialisiertes. Du kannst alles löschen und neu machen. Jede Vorstellung, die du jemals hattest von dir, von deinem Leben, von den anderen Menschen, kannst du genau dort, wo du sie kreierst, verändern. Und was heißt es, dass jede Kreation schon da ist, was jede Manifestation schon da ist? Es ist da. Alles, was du dir nur vorstellen kannst, muss nicht erschaffen werden, weil es in dem Moment, wo es du dir vorstellen kannst, in deiner Welt erschaffen worden ist. Und wenn du lang genug auf dieser Vorstellung beharrst, wird sie sich materialisieren. Jetzt kommt aber der menschliche Verstand in den Weg und das Human Design, was wir gelernt haben, diese ganze Logik, wo der Verstand, das Gehirn einfach nicht verstehen will, dass es betrogen und belogen worden ist, dass nichts so sein und so bleiben muss und nichts in diese Zusammenhänge wieder zurückgehen muss, die du glaubst.
sondern dass alles aus deinem Divine Design, aus diesem Platz, wo nichts ist, aber doch alles möglich ist, aus diesem Platz bist du auch erschaffen worden. Und zwar aus höchster Sichtweise, aus höchster Perfektion, aus höchster Liebe, absolut fehlerfrei. Wenn du dich nicht betrachtest aus deinem Human Design, aus diesen Zusammenhängen, aus diesen Rückschlüssen, das ist gut und das ist schlecht, aus diesen Bewertungen, und einfach in dein Divine Design reingehst und sagst, es ist gut. Es ist einfach so gut. Es ist so gut. Ich bin so gut. Ich bin gut. Ich bin richtig. Ich muss nichts machen. Ich muss nichts tun. Ich muss nichts lernen. Ich darf einfach mich entfalten. Ich darf mich entfalten, so dass es mir Spaß macht, so dass es mich begeistert, so dass es mich beglückt, so dass ich Liebe spüre, dass ich Liebe versprühe. Ohne einen Grund. Einfach nur, weil ich bin. Einfach nur, weil ich gut und richtig bin. Einfach nur, weil ich weiß, wenn ich in meinem Design bin, in meiner höchsten Version, in meiner höchsten Idee, wenn ich mich aus dieser Idee verkörpere, das wäre in diesem Sinne der Seelenweg. Und die Seele hat keine, also mein Divine Design, vielleicht ist es deswegen nicht die Seele, weil ich nicht interpretiere, dass das Divine Design irgendetwas denkt, irgendetwas will, außer den Standpunkt zu vertreten, der höchsten Liebe, der höchsten Perfektion, der höchsten Entzückung und Verzückung. Da ist nicht mehr, außer absolute maximale Gesundheit, absolute Annahme, Akzeptanz, Unterstützung. Das ist da. Das ist Divine Design für mich. Ohne eine Vorstellung. Und wenn du dieses Design in dir spürst, viele sagen es, das wäre der Herzensweg, aber es ist nichts vorgegeben. Es ist nichts, was du tun musst, was du sein musst. Da ist keine Idee, da ist kein Seelenplan, sondern da bist du nur du in deiner absoluten reinsten Form, in deiner höchsten Begeisterung, in deiner höchsten Liebe, deiner höchsten Selbstannahme, in deiner höchsten Wertschätzung. Und wenn du in dieser Position, in dieser Energie, in diesem Seinszustand bist, kannst du nur Göttliches sehen, fühlen und erschaffen. Böses ist ausratiert. Rache, Hass, Ablehnung, Zurückweisung. Wo hat es da Platz? In dieser Energie, in der du bist, wenn du in deinem Divine Design bist, kannst du tun und machen, was dein Herz begehrt. Und du darfst davon ausgehen, dass es immer gut ist, dass es immer richtig ist. Und da kommt dann wieder diese Lehre von der Intuition rein. Das ist damit gemeint. Mit Intuition ist dieser Zustand gemeint, wenn es dir so, so gut geht, dass du alles tun und machen kannst, was dir gerade einfällt, was sich gerade für dich gut anfühlt. Wenn dann aber dein Human Design, dein Verstand reinplappert und sagt, ja, aber deswegen und wegen diesen Zusammenhängen und wegen diesen Auswirkungen aus dieser Geschichte und aus diesen Erfahrungen, solltest du das lieber nicht tun. Das ist genau der Punkt. Und deswegen macht alles so wunderbar Sinn, wenn du das verstehst, dass dein Divine Design alles ist, was da ist in Wahrheit. Und alles andere, was aus deinem menschlichen Kopf, aus deinem menschlichen Verstand entsteht, glaubt, dass es irgendwie nicht gut ist oder besser werden muss, sich entwickeln muss, dass du wachsen musst, dass du lernen musst. Du musst nur erkennen, nur erkennen. Mit allen Zellen deines Körpers und deinem Verstand lehren, was Divine Design heißt, wer du im Divine Design bist und dass dieses Human Design, dieses eingeschränkte und unterdrückte Design, das scheinbar dein Leben beeinflusst, gar keinen Einfluss auf dich haben kann, wenn du in deinem Divine Design bist, wenn du in deiner Göttlichkeit bist. Und das ist das, was es zu verstehen gibt. Da ist nichts, was per se schlecht oder falsch oder nicht gut genug wäre
oder noch erreicht werden muss oder eingeweiht werden muss. Es ist nur, du musst dich befreien von diesem ganzen Human Design Bullshit, das dich einfach klein und abhängig macht, unfrei. Das ist damit gemeint, mit der Divine Design Reise, dass du startest und immer mehr und mehr und mehr in diese Göttlichkeit, in dieses Schöpfertum hineinwachsen, dir erlaubst und dass du dann jeden Weg, der sich für dich freudig, liebevoll, unterstützend anfühlt, gehen kannst. Das ist es doch. Aber es ist nichts vorgeschrieben. Es ist nur eine Erkenntnis. Es ist ein Weg der Erkenntnis. Aber es ist nicht ein Weg des Erlebens. Es ist auch nicht ein Weg der Materie. Es ist ein Weg, ein spiritueller Weg und nicht wuschi-wuschi spirituell, sondern spirituell Spirit Energy. Es ist ein energetischer Weg, der nicht neu ist, sondern der eben dieses Leben ausmacht. Und da muss keine Qual rein. Da muss kein Leiden rein. Es ist wahr, dass viele Menschen, und ich bin auch eine davon, erstmal so richtig fucking leiden musste, richtig lange Zeit, richtig, richtig heftig, um dahinter zu steigen, wie funktioniert es? Wieso bin ich eigentlich die, die leidet? Ja, weil ich mich zu einer Leiderin gemacht habe. Weil ich leidende Vorstellungen habe vom Leben. Und das Divine Design hat das nicht, aber das Human Design hat eben diese leidenden, einschränkenden, unterdrückenden, von außen beeinflussten Vorstellungen vom Leben. Und wenn du die niederreißt, sagst du, wow, Divine Design ist meins, ja. Ich bin hier als dieses wow, wow, göttliche, super tolle Baby auf die Welt gekommen. Und ich habe mir ganz schön viel Bullshit erzählen lassen. Und jetzt regieren diese Lügen mein Leben, nehmen mir den Spaß, nehmen mir die Gesundheit, nehmen mir die Freude, nehmen mir die Motivation. Warum sollte das so sein? Und das ist einfach dieses Krasse, sich entpuppen, sich entraupen, auszuschlüpfen, wo ich sage, ich kann das alles selber entscheiden. Ich bin das Ich. Und es gibt so, so viele Menschen, die ich auch schon im Coaching hatte, die gesagt haben, boah, ich hasse Menschen, ich mag nur Tiere. Weil wenn sich Menschen anschauen, von dem, was sie denken, wie sie handeln, wie ängstlich sie sind, wie sie glauben, dass sie eingeschränkt sind, wie sie sich verteidigen müssen, wie sie sich darstellen müssen, wie sie sich präsentieren müssen, wie sie andere blenden, manipulieren und kontrollieren müssen, das ist auch nichts Schönes. Aber in dem Moment, wo du wirklich dir erlaubst, aus deinem Divine Design heraus zu leben, musst du das alles gar nicht mehr machen. Weil dann bist du es ja schon. Und wenn du es bist, dann hast du es. Und wenn du es hast, musst du es von niemandem anderem holen, dann musst du niemanden ablehnen, dann musst du gar nichts machen, sondern dann bist du in deiner absoluten Schöpferkraft. Und aus dieser Schöpferkraft heraus kannst du entscheiden, wie dein Leben ist. Und deswegen nenne ich es Divine Design, um nochmal den Bogen zurückzumachen. Divine Design versus Seelenweg. Weil Seelenweg suggeriert immer noch und macht die Menschen tatsächlich glauben, dass sie nicht 100% wählen, entscheiden können. Und dass dieser Weg wie der Seelenpfad oder all das, dass es etwas ist, wo vorgegeben ist. Das kann nicht sein, wenn wir der Schöpfer sind. Es kann nicht sein, wenn außerhalb von unserer Vorstellungskraft tatsächlich gar nichts anderes existieren kann. Mach die Probe aufs Exempel und frag dich jedes Mal, wer sieht's? Wer stellt sich's gerade vor? Wer glaubt das? Und die Antwort ist immer ich.
Und selbst wenn dir jemand anders erzählt, irgendeine Geschichte über was weiß ich nicht was, über den und der oder über Politik oder über Politiker, und dann fragst du immer, frag dich, wer nimmt es gerade wahr? Ich. Es ist völlig egal. Es wird dir irgendwo erzählt, es wird ein Buch aufgeschlagen, es wird ein Film gezeigt. Wer nimmt es wahr? Wer macht es wahr? Wer macht es zur Wahrheit? Und es ist immer ich. Und wenn ich in meinem Divine Design bin, dann mache ich eben genau die Dinge zur Wahrheit, die so liebevoll, so schön, so glücklich, so erfüllend, so bedingungslos sind. Und es gibt niemand anderen, der irgendetwas in meinem Leben wahr machen kann. Meine Seele, wenn ich dieses Wort wieder nehme, mein Divine Design, möchte nur das wahr machen, was sich wohl anfühlt, was sich schön anfühlt, was sich geborgen anfühlt, was sich unterstützt anfühlt. Aber mein Human Design will immer da rausgehen und will Attacken, Angriffe, Dinge, die sich gegen mich stellen, will das alles wahrnehmen, will Frühwarnung erkennen, will sehen, will sich sicher, will sich schützen. Mein Divine Design sagt, du bist geschützt. Du bist nicht angegriffen. Du bist immer unterstützt. Du bist immer richtig. Fühl dich endlich so. Fühl dich so. Weiß, dass du es bist. Das Human Design sagt immer, nein, du bist noch nicht gut genug. Du kannst es noch nicht. Die anderen können es besser. Schau doch mal, vielleicht machst du einen Fehler. Das hat ganz, ganz schlimme Konsequenzen. Das darfst du jetzt nicht machen. Das darfst du dir nicht erlauben. Hier geht es nicht lang. Da geht es nicht durch. Die haben gesagt, dieser ganze Quatsch, wie ihr den nennt, das kreiert dein Human Design, das macht aus dir einen Menschen, der eingeschränkt ist, der unterdrückt ist, der nicht in der Kraft ist, der ein Opfer ist. Dein Divine Design macht dich zum Schöpfer, macht dich glücklich, macht dich leicht, macht dich luftig und erlaubt dir, dir Dinge vorzustellen, insbesondere auch, wenn es darum geht, ich möchte ein Business machen, stellt dir ein Divine Business vor. Du kannst dir plötzlich ein Business vorstellen, dass du dir niemals als dieses kleine Menschlein hättest vorstellen können, weil du ja so eingeschränkt bist. Und das ist der Unterschied. Du bist alles, du machst alles, du kreierst alles durch deine Ansichten heraus. Du bist so groß. Ich bin gerade in deiner Welt, weil du mich eingeladen hast. Und du kannst sofort entscheiden, ob das, was ich für dich sage, dich in dein Divine Design bringt oder ob du hier lieber deinem Human Design zuhören willst und sagst, ja, das kann ja nicht stimmen, weil wegen dem und dem und die sagen doch und die sagen doch. Aber letztendlich spürst du es, weil alles, was dich in Freiheit und in Selbstbestimmtheit bringt, ist die Wahrheit. Und diese ganze Argumentation, die mich mein Leben lang so wütend gemacht hat, die einem das Gefühl gibt oder suggerieren möchte, dass mit einem etwas nicht stimmt oder dass man noch nicht gut genug ist, dass man etwas noch nicht verdient hat, dass man etwas noch nicht machen kann, weil du bist zu jung, du bist zu alt, du bist zu hässlich, du bist zu schön, du bist zu dick, du bist zu dünn, du hast nicht den Abschluss, du hast die Erfahrung noch nicht und das und das. Das hat mich immer so wütend gemacht. Weil es Lüge ist, weil es verlogen ist, weil es das ist, dass wenn ich das glaube und das für mich wahr ist, dass mich das in eine Ecke von irgendeinem Human Design mit irgendeinem Genki, mit irgendeiner astrologischen Konstellation, mit irgendeinem Neumond, mit irgendeinem, was habe ich da letzt gehört, Palmblattlesung, mich in irgendeine Ecke stellt, mich abstempelt und mir sagt, so, jetzt komm da raus. Aber ich muss gar nicht rauskommen, wenn ich niemals da reingegangen bin. Wenn ich niemals in dieses Human Design reingegangen bin. Und selbst wenn ich da drinnen gegangen bin, kann ich mit einem Schmiss sagen, hohoho, Fehler, falsche Ansicht, Entschuldigung. Aber ich bin göttlich. Ich habe da keine Lust, darum zu kämpfen und zu leiden und zu drücken, sondern ich bin einfach hier.
in absoluter Ordnung, in absoluter Präsenz, in absoluter wunderbaren Seinszustand. Ja, das kannst du nicht. Lalalala. Kommen 1000 Stimmen und sagen, ja, aber das ist die Wahrheit. An mir ist nichts falsch. War es noch nie. Und wenn du das verkörperst und verinnerlichst, dann kommt es dir vielleicht irgendwie, das sind wir jetzt auch gerade dran bei der Foundation, kommt es dir vielleicht ein bisschen hochnäsig vor oder so. Aber hochnäsig ist auch wieder nur eine Einschätzung von jemandem, der sich keinen Bullshit erzählen lässt. Der kann als hochnäsig eingeschätzt werden. Aber auch damit kannst du absolut gut leben. Und die Menschen, die das eben schon verstehen können, die würden nie glauben, dass du hochnäsig bist, sondern die würden einfach nur glauben, wow, diese Person weiß genau, wer sie ist. Diese Person lässt sich nicht verarschen. Non-bullshittable. Man geht ihren Weg und weiß ganz genau, dass es nichts gibt, was sie aufhalten kann, außer sich selber. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, es ist so wichtig, wirklich, dass ihr euch frei macht von diesen ganzen Paradigmen, von diesen ganzen Vorstellungen, von all dem, was eng macht, ist nicht wahr. All das, was eine Bedingung hat, einen Zusammenhang, einen Rückschluss macht, ist nicht wahr. All das ist Qual, all das ist Leid. Du kannst nicht, du bist nicht, weil. Ich bin, Punkt, ist die Antwort. Du bist nicht gut genug, du bist nicht am richtigen Platz, du sagst nicht das Richtige, du hast nicht die richtige Wortwahl, weil du müsstest so und so und so reden, du müsstest die und die und die Sachen so und so ausdrücken. Nein, falsch, Entschuldigung, ich bin. Ich bin meine Welt. Und du bist deine Welt. Mach sie dir schön. Lass dir niemanden da reinkacken. Und das ist Divine Design. Und das ist die Divine Design Reise. Und das ist das, was für mich die absolute, ultimative Freiheit ist, wenn keine Bedingung mehr da drin ist. Und dann passiert Heilung, Heilung des Körpers, Heilung des Lebens, Heilung der Beziehungen, Heilung des Kontos, komplett Heilung auf aller Welt. Du bist die Person, auf die man gewartet hat. Du bist der Jesus, von der die Bibel spricht. Wir sind alle der Jesus. Wir sind dieses Menschgewordene, der menschgewordene Gott, die menschgewordene Gott. Das ist damit gemeint. Und dieses Human Design kommt immer wieder, auch übrigens in der Bibel. Ja, das ist immer das, was dieses Böse ist. Aber wenn wir es nicht weiter kreieren, wenn wir es nicht weiter nähren, wenn wir nicht weiter in einer Welt des Bösen leben, sondern in einer Welt, wo es das Gute nur gibt, das ist dual, ja, das ist dual. Du hast immer die Wahl, das ist dual. Divine Design, Human Design, Divine Design, Human Design. Und du wirst immer hin und her springen, deswegen bist du hier verkörpert. Aber du kannst eben dich so wählen und so erfinden, dass du mehr und mehr in dem Divine Design bist, aus dem handelst, denkst, fühlst. Das merkst du, weil zum Schluss hast du einfach ein wohliges Gefühl. Deswegen heißt meine Firma auch My Well Feeling. Das ist alles, was ich erreichen will hier in körperlicher Form. Ich will mich verdammt nochmal wohlfühlen und zwar so oft und so lange es geht. Und in verschiedenen Situationen mich erfahren als diese Person, die ein Wohlfühlleben für sich und für alle Involvierten kreiert. Ja, also, das ist das, was ich dir mitteilen wollte. Und das ist das, was du vielleicht hier nochmal anhören kannst in diesem Video. Das ist das, wo du mir Fragen stellen kannst persönlich, wie ich dich unterstützen und begleiten kann mit deiner Divine Design Reise oder auch mit meinem neuen Programm, und zwar Divine Revolution. Also eigentlich zurück und doch vorwärts. Es ist eine Business-Akademie aus
dem Divine Design heraus ein Marketing, eine Unternehmensaufbau, Führung und Struktur aus dem Divine Design heraus. Das ist ganz anders als auch das, was ich in der Uni gelernt habe. Es sind zwar die gleichen Dinge, die ich betrachte, aber aus einer ganz anderen Perspektive. Ich erschaffe alles. Ich erschaffe alles in meinem Business. Ich habe keinen Markt da draußen, auf den ich reagieren muss. Ich erschaffe den Markt. Ich erschaffe die Kunden. Ich erschaffe alles aus meinem Divine Design heraus. Lass dir das mal in der Zunge zergehen. Das ist doch ganz, ganz was anderes. Das ist frei. Das ist unabhängig. Das ist lustig. Das ist neu. Das prickelt. Das ist genau das, wofür du hier bist. Für dieses Gefühl bist du hier. Und ich bin hier, um dich daran zu erinnern. Und auch selber für mich dieses Gefühl zu kreieren, während ich dich daran erinnere und dir diese Perspektiven beibringe, die du eigentlich schon kennst, weil sie ja in dir gespeichert sind, weil du ja mit deinem Divine Design hier auf die Erde gekommen bist. Und deswegen hast du auch das Gefühl, ja klar, logisch, was sie sagt. Ja, logisch. Ja, das dachte ich auch schon immer. Ich krieg's immer wieder zu hören, weil es genau das ist, was wir alle wissen. Wir wissen es alle. Es ist nichts Neues. Also ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und ich freue mich, wenn du dir das Video nochmal anschaust, wenn du mich kontaktierst, mir Fragen stellst und wenn du sagst, ja, Patricia, Divine Design Reise, das will ich. Ich habe keinen Bock, irgendeinem vorgefertigten Seelenweg zu folgen. Ich will alles neu machen. Ich will alles so machen, wie es mir gefällt. Ich will in meinen ganzen kompletten Schöpfermodus eintreten und nicht da einzelnen Bullshit da draußen irgendwie versuchen zu manifestieren, aus meinem kleinen Menschlein, aus meinem Human Design, irgendwas Tolles manifestieren. Ich will es sein. Ich will es verkörpern, ich will es versprühen, ich will es leben, ich will es erleben. Und das ist einfach ein Unterschied. Und deswegen ist es nicht hier diese Manifestationsgeschichte, die ich unterrichte, sondern es ist wirklich Divine Design. Happy Day. Ciao.